Ja, ihr Lieben, heute mal ein bisschen anderes Video. Ich war jetzt eine Woche aus privaten Gründen nicht da, aber Killy, habe ich das zu verdanken, der ist auf der Baustelle gefahren. Unser Bauvorhaben gefilmt oder mit der Kamera begleitet. Wir haben eine Baustraße gebaut, damit Töm seinen Kran stellen kann. Und das seht ihr hier im Hintergrund. Ist das richtig? Hier im Hintergrund? Da? Hier und da und überall im Hintergrund seht ihr das. Ich weiß nicht, wahrscheinlich beamt er mich auf den Mond gerade mit Greenscreen im Hintergrund. Aber soll mir recht sein. Ich hoffe, das gefällt euch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare hacken, wie ihr das findet. Vielleicht können wir so eine Sache hier öfter mal machen, wenn ich mal nicht da bin oder was weiß ich, wenn ich auf Ballermann 10 Millionen Euro Umsatz mache in der Woche, weil ich da singe. Nee, könnt ihr mal in die Kommentare hacken, was ihr davon haltet. Würde ich mich sehr freuen. Und Killy stellt mir jetzt ein paar Fragen, die werde ich beantworten. Ihr habt hier richtig reingehauen. Ich glaube, 700 Fragen habt ihr auf Instagram geschickt und ich versuche mal einen Teil davon jetzt zu beantworten. Ja, welche Ziele habe ich für die Zukunft? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich sage ganz ehrlich, ich möchte die Welt bereisen. Mein Traum wäre, mit so einem Expeditionsmobil loszufahren. Das ist ein Traum. Aber mein Ziel ist, erfolgreich durchzustarten und die Fehler, die ich begonnen habe, nicht zu wiederholen, sondern das Ganze jetzt einmal auf ein vernünftiges Level zu bringen und wie sagt man, erfolgreich zu sein und zu werden. Das ist mein Ziel. Also ich möchte meinen Traum ausleben da. Ja, in der Tat miete ich nur noch, weil es einfach einfacher ist. Guck mal, ich habe jetzt zum Beispiel, hatten wir das so gemacht, der große Kettenbagger, den ich hatte, den habe ich zum Beispiel gekauft. Nach gut 6 oder 8 Wochen ist die Pumpe in den Arsch gegangen und dann es ein Gebrauchtfahrzeug war, war das keine Garantie mehr. Und, oder dieses Teil fiel nicht in die Garantie. Das hat mich, nur die Pumpe hat mich 23.000 Euro gekostet, plus Einbau, plus Ausfall. Und da habe ich gesagt, das sehe ich gar nicht mehr ein. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt im Winter schlecht Wetter hast oder die Winter sind ja ziemlich lang hier mittlerweile auch. Das heißt, wir können auf dem Bau nicht viel machen. Und insofern kann ich die Maschine dann abmelden oder zurückgeben oder wie auch immer. Oder freimelden, besser gesagt. Und vor allen Dingen ist Inspektion und Co. mit drin. Das heißt, wenn die Maschine nicht läuft, rufst du an, kriegst eine neue. Und es gibt mittlerweile schon so geile Rabatte bzw. Preise, dass sich das schon fast gar nicht mehr lohnt, selbst was zu kaufen. Minibagger oder so, ja. Aber alles andere werde ich in Zukunft nur noch mieten oder dementsprechend mir dann holen, wenn ich es brauche. Also Rohrleitungsbau. Also ich verlege gerne Rohre, abends wie auch tagsüber. Und das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Das ist geil. Das ist schöne Arbeit. Machst du nicht tot mit und das macht Spaß. Aber meine Lieblingsmaschine ist nach wie vor die Planierraupe. Und das ist auch nochmal so ein Traum von mir. Eine Cut D9G. Das wäre mein Traum. Also wenn ich irgendwann mal Millionen habe, dann werde ich mir auf jeden Fall so eine kaufen und mir irgendwo ein Grundstück kaufen, werde ich den ganzen Tag rumspielen, Alter. Ja, aber wie gesagt, Rohrleitungsbau, das macht am meisten Spaß, finde ich persönlich. Oh ja, hör auf, da weine ich immer noch hinterher. Richtig schönes Ding, habe ich aber leider weder Zeit selber zu fahren, noch hatte ich die Arbeit mehr dafür nachher. Die Raupe ist verkauft, ich hoffe, die ist in guten Händen, aber das ist wirklich was, da weine ich wirklich hinterher. Also das war so mein Lieblingsgerät, aber leider, wie gesagt, habe ich die Zeit nicht dafür. Also die ist verkauft, um auf die Frage explizit zu antworten. Nee, ich bilde nicht aus. Weil wir keinen Meister haben, oder gut, mittlerweile haben wir einen Meister, aber ich möchte das auch nicht. Natürlich, man kann sich die Azubis immer zurechtziehen, das ist natürlich gut, aber das ist mir zu umfangreich, darum möchten wir das nicht. Ja, wieso nicht mit Hitachi? Die Maschinen sind top, da gibt es überhaupt kein Zweifel. Ich möchte ja auch niemanden schlecht reden oder sowas, aber die Zusammenarbeit, die war von meiner Seite aus nur einseitig und ich sage ganz ehrlich, ich würde ein anderer Hitachi vertreiben, würde ich Hitachi fahren. Aber mit der Firma, die das macht und wir zusammengearbeitet haben, wurde ich leider sehr enttäuscht und von daher habe ich da Abstand zugenommen. Das ist eigentlich alles. Ja, Max, also um das mal vorwegzugreifen, bevor ich das vergesse, also ihr könnt euch gerne bewerben. www, kannst du das irgendwo einblenden? Warte mal, ich mach mal so und dann machst du Stopp, wo das ist. www, der Magger mit dem Bagger.de, da könnt ihr gerne Bewerbung hinschicken. Aber Max, ich nenne dich Max Bro, weil wir uns kennen, yo. Wenn du wirklich Bock hast, dann pack deine Sachen, deine Papiere und komm her. Die meisten, die jetzt sowas schreiben, ich denke mal, du wohnst irgendwo 4000 Kilometer von Hamburg weg. Aber ansonsten immer gerne anschreiben, rumkommen, wie auch immer. Wow, hau ab, Alter. Also die gehören verboten, weißt du was? Ich meine, Atlas ist echt top, ne? Und der Service ist auch echt top und die haben richtig was auf dem Kasten. Die Radlader, also es gibt nichts Geileres außer ein Atlas-Radlader. Aber Baumaschinen oder beziehungsweise Bagger, das ist eine Katastrophe. Also ich habe noch nie einen Atlas-Mobilbagger oder Kettenbagger gefahren, wo ich gesagt habe, das ist geil. Mit diesem Knüppel in der Mitte da und das ist der letzte Plünn, Alter. Und dann der dünne Arm und nee, so, ich sag mal, für Lohnunternehmer mit breite Kette und langen Arm, dass du Gräben ausheben kannst und so, das ist top. Aber also für mich, die kommen niemals auf den Hof, die Kisten.
Also ich würde immer wieder was im Handwerk lernen, definitiv. Allein schon, ich meine, gut, jetzt wollen sie das Bargeld abschaffen. Das heißt, am Wochenende mal eben für deinen Urlaub was zu machen, ist bald auch nicht mehr möglich. Aber im Handwerk kannst du dir immer weiterhelfen. Also für mich persönlich, ich würde es immer wieder so machen, wie ich es getan habe. Ich bin zwar in meinem Leben ein paar Mal falsch abgebogen, was ich auch bereue und was mir leid tut, aber man kann nur in die Zukunft blicken und das in Zukunft ändern. Also ich würde definitiv irgendwas Handwerkmäßiges auch wieder, ich habe ja Landschaftsgärtner gelernt und ich glaube, ich würde das immer wieder machen. Das ist einfach ein Job. Du kannst so viel machen, auch das ist einfach, also das ist, da werden noch goldene Zeiten kommen, weil Handwerker aussterben. Ich mag das einfach. Handwerk ist einfach ein schöner Beruf. Darum will ich es immer wieder machen. Für mich zum Beispiel abschließend, für mich ganz kurz nochmal eben, ich könnte niemals den ganzen Tag im Büro sitzen. Auch so wie jetzt. Ich meine, ich mache es leider nur noch. Aber mir fällt die Decke auf den Kopf. Den ganzen Tag E-Mail schicken, Alter, dann verschreibst du dich, dann drückst du was, dann ist alles blau, dann ist alles gelöscht und dann draußen scheint die Sonne, du hockst da unten und bla bla, ne. Also ich würde es immer wieder so machen und dann, ja, im kleinen Stil Gas geben. Kevin, mein Lieber, Grüße gehen auch an dich raus. Ich bin selbstständig seit 2013, das sind jetzt mittlerweile 10 Jahre. Ich bin sogar schon zu meiner Abschlussprüfung, die ich dann völlig verkackt habe, mit einer Jacke hingegangen und in meinen eigenen Bauklamotten, wo drauf stand, damals hieß es noch Gartenlandschaftsbau Giacalone. Ja, das war so die Anfänge. Da bin ich natürlich tierisch auf die Schnauze mitgeflogen. Aber du, alles ein Lernprozess, ja. Also ich habe keine Angst vor Arbeit. Ich habe viel gearbeitet, ich habe auch viel gerissen. Und ich war immer fleißig, mein Leben lang. Für mich kam nie was anderes in die Tüte. Ich habe in verschiedenen Firmen gearbeitet und es hat nie so gepasst, weißt du, weil ich weiß nicht, ich bin vielleicht ziemlich bekloppt oder ziemlich geil. Ich glaube eher das Erste. Aber es hat noch nie wirklich so gepasst. Und ich habe nachher eigene Baustellen gehabt und mit dem Geld, was ich da verdient habe, war ich nie zufrieden oder nie glücklich. Und überhaupt in diesem Beruf war ich nie, ich war zwar glücklich, aber ich war nie zufrieden. Ich wollte immer irgendwas erreichen, ich wollte immer mehr und das hat mich nicht zufriedengestellt. Und daraufhin habe ich gesagt, du, ich mache mich selbstständig, da kann ich mein eigenes Ding machen. Guck mal, dieser YouTube-Kanal oder dieses Leben, was ich jetzt führe, das könnte ich nicht machen, wenn ich angestellt wäre. Und daraufhin habe ich gesagt, du, weißt du was, ich gehe meinen eigenen Weg. Dahin als Angestellter zurück kann ich immer wieder gehen und von daher bin ich den Weg gegangen. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich schwer. Also mir fällt es manchmal auch sehr, sehr schwer, mich zu motivieren und vor allen Dingen auch durchzuhalten. Aber es kommen auch wieder bessere Tage. Ich habe einen Kumpel, der zu mir gesagt, Giovanni, ist der Himmel heute grau, ist er morgen wieder blau? Und er hat recht. Also ganz oft habe ich richtig schlechte Tage und denke mir, ich schmeiß alles hin und 1-2 Tage später kommen wieder gute Tage. Du hast immer Höhen und Tiefen und du musst versuchen, das Ganze auszugleichen. Das ist genauso, als wenn du mal einen guten Monat hast, wo du viel verdient hast und im nächsten Monat schlecht, musst du auch gucken, dass du es ausgleichst. Du darfst die Motivation oder deinen Spaß einfach nicht verlieren und das Glas ist immer halb voll. Und nach dem Motto musst du auch leben, sonst gehst du kaputt. Also das ist eine sehr sensible Frage. Und wie gesagt, ich möchte da auch niemanden schlecht machen, das kann ich nur wieder betonen. Ich kann euch nur sagen, wie die Wahrheit ist. Ich habe da leider meine Erfahrungen gemacht und das waren keine guten Erfahrungen. Das wäre, wie gesagt, die Zusammenarbeit war sehr einseitig. Ich habe auch schon überlegt, weil das ganz viele fragen, ob ich da nochmal näher eingehe und was zu sage. Natürlich jetzt nicht im Negativen. Also ich will ja niemanden schlecht dastehen lassen oder schlecht darstellen, sondern wie gesagt, ich habe meine Erfahrungen gemacht und habe da meine Meinung zu. Das ist eine Sache, die ich mir gewünscht hätte, dass es nicht so gekommen wäre. Ich habe da, wie gesagt, meine Erfahrungen gemacht, die waren nicht gut. Und von daher, ja, hat seine Gründe. Ja, also ich wurde einfach ja, ausgenutzt und habe dann gesagt, das möchte ich nicht mehr. Nee, gar nicht. Also ich habe jetzt gesehen, das eine TikTok-Video ging ja viral. Das hatte irgendwie 1,4 Millionen Views und ich glaube 3000 Kommentare oder so. Oder 30.000? Weiß ich nicht mehr. Irgendwie so. Scheißegal. Auf jeden Fall, nee, viele feiern das. Und das ist ja auch manchmal, was ich sage, die Wahrheit oder die Realität. Und von daher, die Leute, die Videos hier gucken, die sind meistens auf demselben Stand wie ich und machen dasselbe durch wie ich. Also wir sitzen in einem Boot und von daher kommt eigentlich positives Feedback. Ja, auswandern. Weiß nicht, dann tank dein Auto voll und verpiss dich hier. Weißt du, ich bin der Meinung, dieser Fachkräftemangel ist einfach ein politischer Fehler. Das ist auch alles verweichlicht hier und das ist ein großer Fehler. Guck mal jetzt zum Beispiel, die Wehrpflicht war zum Beispiel meiner Meinung nach was sehr gut war, weil entweder hast du Wehrpflicht gemacht und da wurde zu rangezogen. Du konntest die Schnürsenkel binden, das können die meisten heute gar nicht mehr. Du konntest dein Bett machen, du konntest Klamotten hier zusammenklappen, da hätte ich fast gesagt. Das ist heute alles nicht mehr. Heute ist alles niedlich. Wenn man will, dass man hier mehr Fachkräfte hat, dann müssen diese Berufe, gerade die Handwerks- oder alle Berufe, Entschuldigung, aber auch Handwerksberufe müssen schmackhafter gemacht werden, auch besser entlohnt werden. Weil es kann nicht sein, dass Leute, die hier arbeiten gehen, wirklich hart arbeiten gehen. Man, im Straßenbau im Sommer, Leute, wenn du draußen 30 Grad hast und der heiße Asphalt von unten noch ist, dann kann das nicht sein, dass du das nicht mal schaffst, deine Familie zu ernähren. Ach, jetzt kommt der Hund und jammert wieder rum, ey. War so schön, als du draußen warst. Ja, war so schön, als du draußen warst. Kannst du nicht wieder da hingehen, wo du herkommst? Du, meine kleine Maus.
und dass die Leute sich einfach auch wieder was leisten können. Da sind die Leute auch motivierter und wollen auch was machen, weil gerade auch auf dem Bau, egal wo, guck mal, egal ob du Arzt bist, du hast Kopfschmerzen, der dröhnt dich zu, der hat eine Warze, der hat einen Pickel am Arsch und den ganzen Tag Stress und auf dem Bau auch, es ist alles nur noch hektisch, nur noch stressig. Und jeder hat diesen Traum, das in uns allen, einfach ein autarkes Leben zu führen, wo du nicht jeden Tag wie ein Sklave zur Arbeit gehen musst, um über die Runden zu kommen, sondern wo du auch mal sagen kannst, ey, ich fliege jetzt einfach mal eine Woche in Urlaub, so wie es früher war. Mein Opa zum Beispiel hat 2000 Mark verdient und konnte damit eine 7-köpfige Familie ernähren. Und von daher, wenn diese Zeiten wieder kommen, was ich nicht glaube, dann hast du auch wieder mehr Leute, die Bock haben, das zu lernen. Ist einfach so. Ja, in der Tat. Also wir haben mehrere Songs sogar in der Warteschleife. Und der erste kommt ja jetzt am 28.04. raus. Das ist ja nur zum Vorglühen-Song. Und die richtigen Banger folgen. Also das ist ja auch unser Ziel, dass wir da irgendwie am Ballermann mitgehen und Bierkönig etc. erobern. Ob das so ist, kann man natürlich nicht hervorsehen oder heraufbeschwören, aber man kann es versuchen. Also ja, es kommen noch mehr Songs. Definitiv. Also wenn ich es irgendwie schaffen könnte. Nur, guck mal, ich habe auch schon ein paar Mal überlegt, Leute, ob ich auswandere. Egal, ob ich nach Sizilien zurückgehe oder ob ich nach Malle auswandere oder Griechenland oder sonst irgendwas. Ich habe das schon ein paar Mal überlegt, aber das Problem ist, ich habe viele Freunde, die auch das gewagt haben, besser gesagt. So ist es richtig. Und die müssen da genauso arbeiten wie hier. Dann ist es auch kein Leben, weißt du. Wenn du da stehst, da hast du zwar Sonne und so weiter und so fort, aber du kannst sie auch nicht genießen. Ne? Viele träumen immer davon, auszuwandern und dann sich da an den Strand zu legen. Aber wenn du da genauso buckeln musst wie hier und da auch nicht über die Runden kommst, ja, dann ist es Jacke wie Hose. Normalerweise wäre mein Traum, hier was aufzubauen und dann irgendwo hinzugehen, wo du gut davon leben kannst und da deinen Lebensabend zu verbringen. Nur das Leben ist so schnell, liebe ich, Leute. Wenn ihr einen Traum habt oder irgendwas, dann müsst ihr da schnell dran arbeiten oder was heißt schnell, aber zeitnah dran arbeiten oder einfach das machen, worauf ihr Bock habt. Solange es euch nicht tötet und glücklich macht, ist schön. Wer weiß, wie lange man kann. Ne? Kajo, mein Lieber, ja, also mein Traum wäre es sogar, dass man so eine Mischung aus Musik und Comedy macht und damit richtig on Tour geht und auf die Bühne geht. Aber das ist bis dahin noch ein Weg oder ein weiter Weg und ein schwerer Weg. Aber den möchte ich auf jeden Fall in Kauf nehmen. Also wenn es richtig reinknallt, die Songs jetzt und so weiter und das richtig gut läuft, gehört auch immer Glück dazu. Denn auf jeden Fall, also geplant ist das ja. Digga, ganz ehrlich, jeden Tag. Wenn ich morgens aufstehe, Alter, kriege ich schon schlechte Laune, weil das ist kaputt, der ist hier gegen gefahren, dies, das. Jeden Tag könntest du die Scheiße am liebsten sein lassen. Aber auf der anderen Seite macht dir das wieder glücklich. Du hast gute und schlechte Tage, aber das passiert mir sehr, sehr oft. Du kannst reißen, so viel du willst, Kohle bleibt eh nicht über. Alle möglichen Leute kommen und greifen dir vom Konto was ab. Ist alles noch teurer geworden. Also es macht auch absolut keinen Spaß mehr. Also ich denke da wirklich sehr oft dran, leider. Das wird für mich aber nie in Frage kommen, weil als Angestellter losgehen ist gar nichts für mich. Also Bürgergeld, das wäre noch eine Option, aber da muss ich noch 3-4 Monate warten. 9. Im Moment sind wir 9 Leute. Ja, und das langt auch völlig. Ja, mein Bruder, das war natürlich die Anfangszeit. Am Anfang hat mein Bruder, bevor Jakob das gemacht hat, mein Bruder, dann Jakob, dann Killi, hat mein Bruder noch die Videos geschnitten und wir haben natürlich auch viel mehr gemacht. Aber mein Bruder ist jetzt auch mittlerweile im Business, oder was heißt auch? Mein Bruder ist ein Businessman, der hat seinen Weg gefunden und seinen Weg eingeschlagen. Und man sieht sich natürlich noch regelmäßig, hat guten Kontakt und so weiter. Natürlich ist mein Bruder, den liebe ich wie mein Fleisch und Blut so. Ja, er macht halt sein eigenes Ding und ihr wisst ja selber, wie das ist, ne? Nachher. Er arbeitet viel, ich arbeite viel und darum ist das leider so. Ja, Digga, tut mir leid, ne? Aber Fußball ist, ich weiß, dass da ein Ball ist, der hat schwarze und weiße Flecken, aber ich weiß nicht, wie viele da spielen und Fußball hat mich noch nie interessiert, tut mir leid, ey. Ja, also das wäre mein Traum, dass man darauf hinausarbeitet, dass es irgendwann mal so ist, ja. Wenn es soweit ist, dann auf jeden Fall, klar, gerne. Also wir haben auch jetzt, ne, muss ich mal eben sagen, also guck mal, wir haben letztens eine super süße Anfrage gekriegt und da weint mir auch das Herz, ob ich eine Hochzeitsfahrt, ob ich da den Fahrer machen kann, bei einer Hochzeit und mit so einem alten Trecker da oder was durch die Gegend fahren und den vom Standesamt zur Kirche oder andersrum, wie auch immer. Aber finde ich super süß, würde ich auch lieben gern machen, aber ich habe die Zeit dafür einfach nicht. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, wenn ich einmal damit anfange, dann fragen ganz viele. Also es tut mir sehr, sehr leid. Ich drücke euch die Daumen für die Hochzeit und ich wünsche euch von Herzen das Beste. Ich finde so eine Anfrage mega süß, aber leider kann ich sowas nicht realisieren. Nee, auf jeden Fall Team Radlader. Walze fahren, Alter, hör mir auf. Ich habe als ich jetzt Angestellter war, hatten wir, weiß ich nicht, Alter, so einen ganzen Logistikpark gemacht und da hatten wir zwar so einen Mongo, der da Walze gefahren hat den ganzen Tag, aber der war dann krank eine Woche und dann bin ich eine Woche Walze gefahren. Das war für mich das Schlimmste, ey. Mit 1,2 km/h, nee, auf keinen Fall. Also, dann lieber Radlader, danke, ey. Wie alt bin ich eigentlich? Ich bin 32, Leute.
Also wie gesagt, früher hieß es ja Giovanni Giacalone Gartenlandschaftsbau und das hat sich keiner gemerkt. Ich habe das immer gehasst, wenn du da irgendwo gestanden hast. Wie, was? Und dann wohne ich auch noch in so einer beschissenen Straße, die auch keiner aussprechen kann. Und da habe ich gesagt, nee, muss irgendwas her, was im Kopf bleibt. Und dann hatte ich so gesagt, der Magger mit dem Bagger. So, das, ja. Und die Anfangszeit, muss ich sagen, war sehr, sehr schwer. Mich kannte noch niemand. Dann bin ich jetzt, egal wo, zum Baustoffhändler gegangen, habe gesagt, ja, welche Firma denn? Ich sage, der Magger mit dem Bagger. Der ganze Laden voll, weißt du, keiner kennt dich. Und dann holst du dafür 100 € vier Platten und denkst, du bist King Dingeling. Welche Firma? Ja, ich sag, der Magger mit dem Bagger. Wie behindert ist das denn? Und so, oh, habe ich gesagt, peinlich, ne? Naja, und nachher haben sie sich gefreut, ach, der Magger und so. Ja, schon cool, was daraus geworden ist, ne? Also ich sag mal so, von der Arbeit und von der Sache an sich selbstständig machen oder sein, ist eine Katastrophe, wirklich, gerade in der heutigen Zeit. Früher ging das noch, ne? Früher, wenn du mit den Leuten geredet hast, zum Beispiel Betrieb Wellmann. Früher gab es ja Hermann Wellmann, ey, der hatte, glaube ich, 500 oder 600 Angestellte. Die Leute haben die Ausbildung da gemacht, sind da geblieben, die waren wie mit dir verheiratet. Da hat das, glaube ich, noch Spaß gemacht. Aber in der heutigen Zeit, wo du beschissen, beklaut, belogen wirst, die verschlafen, das ist alles normal, keiner hat mehr den Ehrgeiz, ist das sehr, sehr schlecht geworden. Nur, wie gesagt, als Angestellter losgehen, das ist auch leider nichts für mich. Und von daher ist das schwer, einfach zu sagen, nee, mache ich nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall nicht schön. Also es macht keinen Spaß mehr, ja. Und die Frage war, würdest du es wieder machen oder nicht? Also selbstständig ja, aber ich würde irgendwas anderes versuchen. Oder es zumindest anders aufbauen, so aufstellen. Ich bin sehr, sehr vorsichtig geworden. Erstmal ist da jetzt gar nichts geplant. Erstmal heißt das jetzt auf die Beine kommen und in die Zukunft sehen. Und dann, wenn ich irgendwas investieren würde, natürlich, der Betrieb braucht Maschinen, aber das meiste kannst du mieten, das ist günstiger, als wenn du es kaufst und effektiver. Und vor allen Dingen, jetzt kaufst du dir einen 8-Tonnen-Bagger und brauchst aber einen 4-Tonnen-Bagger. Ja, was machst du denn? Weißt du, so jetzt übertrieben gesagt, würde ich, glaube ich, privat irgendwas investieren. Vielleicht Haus und Hof oder, ja, wie gesagt, mein Traum ist auch immer so ein Wohnmobil, so ein Expeditionsmobil, vielleicht sowas. Oder einfach das Geld sparen, um später auszuwandern. Also es ist im Moment nichts geplant, jetzt großartig. Wir haben alles, was wir brauchen und das langt. Martin Hase, ich gebe dir einen Kuss. Vielen, vielen Dank für diese netten Worte. Da freue ich mich immer sehr drüber, ja. Also, ihr seid auch sehr geil. Ich bin froh, dass ich so eine Community habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne keinen YouTuber, also klingt immer so behindert YouTuber, aber ich kenne keinen, der so eine geile Community hinter sich stehen hat. Also, ihr seid wirklich Gold wert. Ich bin froh, dass ich euch habe und ja, ich hoffe, dass wir noch viele erfolgreiche gemeinsame Jahre genießen können und vor allen Dingen mal steil durch die Decke gehen mit euch zusammen. Und wir sehen uns vielleicht auf dem Ballermann demnächst. Ja, ich bedanke mich bei euch allen und ja, viel Spaß beim Vlog. Oder läuft der schon? Achso, ja, das Video ist durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das fandet. Ja, lasst einen Daumen hoch da und deabonnieren nicht vergessen. Nee, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen hoch da, schreibt in die Kommentare, hackt alles dicht hier. Und vielleicht gefällt euch das, dann können wir sowas gerne öfter machen. Ich freue mich, wenn ich euch da ein Stück näher sein kann. Und ich denke mir, ihr habt viele Fragen. Hackt los. Nee, komm mal hier, mach mal ab. Nee, man hört sie nur. Letztes Mal wollte ich mit ihr rausgehen. Ne? Ich gehe eben meistens so gegen 10:30 noch in die letzte Runde mit ihr. Nochmal abschließend. Und sie hat geschnarcht auf dem Sofa und meine Frau deckte immer zu. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass sie schlafen. Leute, ich schwöre es euch, ich bin gerade im Tiefschlaf, richtig kaputt so am Einpennen. Kommt sie an, schlabbert ihr über das ganze Gesicht, die Beine schon überkreuzt und muss sie mit ihr rausgehen, pissen, weißt du. Da habe ich gesagt, nein, ab jetzt jedes Mal schleife ich sie raus und zur Not auch mit dem Sofa. Ist mir egal. Ja, Leute, also vielen Dank fürs Reinschalten. Haut rein, Heide, Bruder.